Lieber Bruno, lieber Hubert, ich darf euch ganz herzlich hier auf der Wasserburg begrüßen. Danke. Und freue mich darüber, dass wir dieses Gespräch hier beim Kamin führen können. Weihnachten rückt näher. Und wir haben ja in diesem Sommer einige Gespräche geführt. Weil ihr habt eine besondere Beziehung zur Wasserburg, auf die wir gleich auch noch mal eingehen wollen. Bruno, du bist 92 Jahre alt? 92. Und Hubert, du bist 88, 4 Jahre alt. Das heißt, du bist Jahrgang 28. Und ich 32. Und du 32. Das heißt, wir reden hier über einen Zeitraum von über etwa 80 Jahren. Von etwa 90 Jahren. Von etwa 90 Jahren. Und unsere Burg, unsere gemeinsame Burg, die führt uns ja auch zusammen. Denn ihr habt euch in diesem Sommer, auch im letzten Jahr, hier oft getroffen. Was hast du für eine besondere Beziehung zur Burg, Bruno? Ja, wir sind ja als Kinder früher immer hier in der Burg gewesen. Wir haben hier gespielt um die Wasserburg. Wir sind in der Burg, wo die mal zeitlang nicht belegt war, sind wir hier rauf und runter gesprungen. Da war die offen, da war zeitlang bei ihr. Und bis sie dann nachher wieder belegt wurde. Hat es immer eine Beziehung zu euch? Immer. Und du, Hubert? Ähnlich wie Bruno. Weil ich ja nun hier auch Einzelner bin, hatte ich sowieso die Heimat gefühlt. Da gehört das Schloss zu der Burg Heinchen. Und deshalb war ich ja nachher mit beteiligt. Wir waren ja beide schon sehr früh im Burgenverein drin und haben hier mitgearbeitet. Wir haben auch hier mit Pflege übernommen. Ihr seid praktisch, ihr gehört hier mit zum Inventar, kann man sagen. Und ich bin auch froh darüber, dass ihr mit dazu gehört und ihr könnt ja viel erzählen. Und heute wollen wir uns unterhalten über eure Kinderzeit im Dorf. Das ist ja eines der ältesten Dörfer des Siegerlandes. Ist ja das Jubiläum ist ja gerade 5 Jahre her, 725 Jahre. Wahrscheinlich ist das Dorf älter. Ja, noch viel älter. Und die Burg auch älter, aber man geht ja immer von der ersten urkundlichen Erwähnung aus. Wenn man überlegt, ihr habt erlebt in eurem Leben, wie viele Generationen, du hast deine Großeltern erlebt, beide, Urgroßeltern auch noch? Nee. Nein. Die Großeltern, die Eltern. Ja, meine Großeltern. Dann euch selbst, dann eure Kinder. Ja. Eure Enkel. Und wer hat Urenkel? Du. Wie viele Generationen habt ihr erlebt? Von den sechs Generationen. Sechs. Von den insgesamt etwa 30 Generationen, die in dieser Zeit der 725 Jahre hier gelebt haben. Das heißt, ihr seid ganz alte Heincher und wir können dankbar sein, dass wir mit euch reden können. Wie war es denn in eurer Kinderzeit hier in Heinchen? Also in unserer Kindheit, vor allen Dingen mit Heiligabend war, da war ich immer hektisch. Und da ging es morgens, hieß es um 3 Uhr, in die Küstnässe. Da ist man ja früh um 3 Uhr aufgestanden und da hat man da erstmal geguckt, wo sind die Geschenke. Weil das war ja ganz wichtig. Und dann nachher ging's. Wie habt ihr vorher geguckt? Na, vor der Küstnässe. Habt ihr schon mal nachgeguckt?
Ja, selbstverständlich. Wir sind war das denn erlaubt? Ja, war nicht erlaubt, da ist man aufgestanden. 3 Uhr, da ist man schon mal runter. Also ihr habt versucht, die Eltern auszudürzen? Ja, die lagen am meisten im Bett. Wie viele Geschwister hattest du? Ich hatte es, wir waren zu 6. Ihr wart zu 6? Also wir waren ursprünglich zu 7, aber meine Schwester ist mit 7 Jahren verstorben. An der Diphtherie hast du mir erzählt. Ja, Diphtherie, ne? Habe ich immer gesagt. Und ihr habt was gemeinsam. Du hast auch eine Schwester durch Diphtherie verloren. Ein Bruder. Ein Bruder. Ja, das war derzeit bei der jüngste Bruder. Ja, du hast wie viele Geschwister? 4, 3. Also ihr wart 4. Ja. Mhm. Und dann war der, nachdem der gestorben war, war der nur noch zu dritt. Dann waren wir zu dritt. So, habt ihr das auch gemacht, dass ihr den Eltern ausgedutzt habt? Moin, erstmal geguckt. Ja, nein, so war das nicht. Also wir wurden geweckt von der Mutter um 4, weil die in die Christen, wir besorgten ja alle mit in die Christen, außer dem kleinen Bruder und der Oma und der Opa natürlich auch mit. Und dann hat die uns um 4 geweckt, dass wir aufstehen und uns fertig machen sollen für die Christmas. Wir wollten ja um 4 Uhr früh morgens gehen. Wir müssten ja 20 Minuten laufen. Und die Christmas war um 5 Uhr. Und die wollten ja gerne einen Platz haben, unsere Eltern. Und deshalb konnten wir, aber wir sind trotzdem auch aufgestanden und in aller Eile runtergelaufen ins Wohnzimmer und geguckt, ob das Christkind wirklich da war. Und dann waren wir natürlich überrascht, erfreut und waren total konfus über die vielen Sachen, die denn da standen. Jetzt wollen wir mal eben reden darüber, wie es bei euch zu Hause war. Ihr hattet Landwirtschaft daheim? Ja. Ihr auch? Ja, auch. Ja. Ihr auch Landwirtschaft. Habt ihr heute noch Ahnung von der Landwirtschaft? Könntet ihr beide noch eine Kuh melden, oder? Ja, vielleicht. Früher habe ich dich auch gemolken. Vielleicht könnte ich es heute noch. Man müsste versuchen. Nein. Also wir können ja nächstes Jahr, können wir ja mal einen auf die Bursche holen, können wir mal probieren, wenn man werden kann. Ja. Ja. Mal zu gucken, also beide in der Landwirtschaft groß geworden. Ich weiß schon, dass ich früher Kuh gemolken habe. Und ihr musstet ja auch mithelfen. Ja, wir mussten ja helfen. Das fing ja im Frühjahr an mit dem Hauwerk. Das war ja eine sehr anstrengende Arbeit. Über das ganze Jahr dann die Heuernte, Krummenernte, Erntezeit, Kartoffeln ausmachen. Und wie war das, wie war das jetzt am Heiligen Abend? Wer fütterte das Vieh? Das machte dann bei uns der Papa und mit der Mama. Und wir hatten ja noch eine Tante, sodass die Tante mit einbegriffen war, entweder wenn der Vater nicht da war, mit im Stall geholfen hat, der Mutter. Also da war am Heiligen Abend, wurde auch... Und der Heilige Abend, der war ja bei uns hier zu Hause hier, ein Tag der Vorbereitung. Das war kein Festtag, der Tag kam später. Das war bei euch auch? Bei uns war das auch Vorbereitung. Ja. Da hat man ja abends früh ins Bett gemusst, damit das Christkind nachher kommen konnte, weil damit die Fischen. Ja. Das war ja früher so, da hat man ja noch dran geglaubt, weil nicht wie das heute ist. Aber da hat man morgens früh, wo man früh aufgestanden ist, 3 Uhr geguckt und hat das Christkind gebracht. Und abends gab es nur, war da irgendwas auf dem Teller oder? Abends war nichts, da wurde nachts kam das Christkind. Ja. Abends gab es kein Gebäck und kein Schnuck und nichts. Ja. Abends gab es nochmal das Abendbrot und dann hinauf in die Eier. Ja. Und dann habt ihr denn brav geschlafen oder? Nein, das wollte ich ja gerade sagen. In der Nacht hat man nicht gut geschlafen. Wir gingen ja so um 8 Uhr, wurden wir ins Bett gelegt. Und ich wollte versuchen, doch mal wach zu bleiben, ob das Christkind wirklich nachts kommt. Das war ja immer so ein Fragezeichen. Also wollte man so um die Ecke lustern? Ja, doch mal gut. Aber siehe da, ich habe tief geschlafen. Das konnte ich nicht aushalten, den Schlaf zu umgehen. Jetzt sind wir am nächsten Morgen. Und gut, Heiligabend und Weihnachten ist im Winter. Das hat er bestimmt, Heinchen liegt hoch. Ja, es war Schnee. Ja, in den Jahren war viel, viel Schnee hier. Es war auch kalt und wir mussten ja, die Tante und die Mama, die haben uns
entsprechend angezogen, dass wir marschieren konnten mit denen. War denn blau gefahren? War ja, nein, da gab es kein Zebra hier oben oder was. Der war ja nur für die Hauptstraße und dann war das ein Pferdegespann. Ich habe gehört. Da brauchten die den ganzen Tag für. Aber in der Kirche mussten wir frei laufen, also ein Fahrtdenken. Die Wege waren ja damals auch in einem besonderen Zustand. Das war schon ein schlechter Zustand. Das waren schon der Wege von Heinchen und Jungerleichen. Wir mussten 19 Fahrtengeln, also wenn wir so bei den ersten waren, durchweg gingen, fingen die ja zu laufen. Wir mussten ja alle laufen. Dann war schon ein Weg gedengelt und platt getreten. Dann dauerte die Messe wie lange? Über eine Stunde oder? Eineinhalb Stunden? Ja. Anderthalb, zwei Stunden. So, dann wieder heim. Da geht's wieder heim, ja. Da geht's erstmal am Tisch. Wo ist der Schnupfen? Heim, wart ihr nach heim, auf dem Weg nach heim schneller als auf dem Weg in die Kirche, oder? Ja, da ging schon ein bisschen schneller. Da wollte ich heute an der Geschenke geguckt. Ja. Wollte ich an den Teller, an den Schnupf fahren, Dingen. Oder? Das heißt, daheim musste Oma und Opa, die mussten... Ja. Die mussten das Frühstück vorbereiten. Ja. Aber ich weiß es bei uns, machen sie die... Die Oma half dann mit. Wir hatten ja eine Tante, die war ja Tante, die macht das mit der Mutter nachher. Unser Vater ging dann in den Viehstall, um das Vieh zu versorgen und wurde in der Zeit das Frühstück gerichtet. Was gab es so am Heilig, also am Weihnachtsmorgen zu essen, zum Frühstück? Ja, da hatten wir schon Streuselkuchen. Wir hatten eine belegte Brote. Hattet also extra gebacken im Backhaus? Ja, das war Backhausbrot und dann auch der Kuchen. Das waren auch Platten. Oder? Das gab es bei uns am Mittag. Aber keine Gans, sondern Satzchen Braten, Rinder und Schweine. Und dann noch das Stück, was als Zungenfleisch vorher da war, das wurde noch mitverarbeitet. Also das war mittags eine schöne Mahlzeit. Und gab es denn nachmittags auch Besuch? Am ersten Tag selten. Die kamen dann am zweiten. Wenn überhaupt welche kamen, nicht? Ja. Also der Besuch, den machten wir mit den unseren Nachbarkindern. Dann liefen wir dann vormittags vorm Essen noch kurz in die Nachbarschaft und haben bei den Nachbarkindern und Freunden geguckt, was die so bekommen hatten. Was bekamt ihr denn damals so zu Weihnachten? Da gab es so ein bisschen Spielzeug. Ich weiß, Stabilbaukasten habe ich mal gehabt. Den hatte ich mir gewünscht, da konnte man mit bauen. Und da versuchten wir, dass man ein Auto kriegte. Das war ja auch immer schwierig. Oder Eisenbahn. Also das gab es, das waren so die Spielzeuge, die man als Kind hatte. Und die man aus Holz. Ein bisschen spielen konnte. Aus Holz gemacht, oder? Da, der Stabilbaukasten, das war so richtig Metall. Da konnte man alles Mögliche mit bauen. Ja. Also das war immer gut. Da hatte man viel zu basteln. Ja, so einen hatte ich auch mal in Küche. Ja? Das war natürlich, ein paar Jährchen nach euch. Ja, kann sein, aber wir hatten ja, den schon. Die gab es schon lange. Also das war schon gut mit den Baukasten. Aber naja, da gab es ja als Kleiner, wo man noch klein war, da gab es auch mal einen Bär. Manchmal wurde der nach Weihnachten schon wieder zurückgetan. Ich weiß, dass mein Bruder sagte, der hatte auch den Bär wieder, der vorher schade. Ach, da ist er ja auch wieder. Weil so Sachen, die Eltern, die haben ja manchmal die Sachen, die man zu Weihnachten bekam, nach Weihnachten wieder weggetan. Da kriegt man die nächste ja mal wieder. Da fiel das einem schon mal auf und im nächsten fiel es wieder nicht auf. Ich würde euch herzlich danken für dieses Gespräch. Ich wünsche euch persönlich ein gesegnetes und besinnliches Weihnachten, uns allen zusammen, und ein gutes neues Jahr. Ja, danke gleichfalls. Und wenn man 92 ist oder 88, da kann man ja sagen, und noch gute Jahre danach. Ja, wir wollen heute noch ein paar Jahre zusammenbleiben. Das glaube ich schon. Danke. Da habe ich schon eigentlich gute Hoffnung. Dir und deiner Familie das Gleiche. Dankeschön. Ja, wünsche ich dir auch, ja.
Mm-hmm.